Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Beitrag. Wir werden uns heute mit der Spiroergometrie beschäftigen. Spiro, da steckt im Grunde schon im Namen drin, da geht es um die Atmung. Und bei der Ergometrie, da haben wir im Grunde schon die Arbeit mit drin, das heißt die Messung von Atemgase bei körperlicher Belastung oder Arbeit. Der Beitrag ist in verschiedene Teile unterteilt, das heißt, wir werden uns erst kurz mit der Historie der Spiroergometrie beschäftigen. Dann gehen wir auf die VO2 Max als Bruttokriterium der Ausdauerleistungsfähigkeit ein. Verschiedene Kriterien, Protokolle, wie kann ich das im Grunde bestmöglich diagnostisch bestimmen. Dann schauen wir uns den Substratstoffwechsel an, das heißt der Stoffwechsel von Fetten und Kohlenhydraten. Wann wird was gemacht, wie wird es reguliert, wie kann ich das in der praktischen Diagnostik einsetzen und nutzen. Und zum Abschluss widmen wir uns der Praxis und schauen uns da mal verschiedene Ergometer und Spirometer-Typen an, um eben zu wissen, wie teuer sind die, was gibt es da für welche und wie kann ich das im Grunde praktisch anwenden. Das heißt, mit diesem Beitrag werdet ihr hoffentlich eine gute Übersicht haben zur Thematik und könnt das auch von der theoretischen Seite gut verstehen, warum wir diese Methode nutzen und was man daraus generieren kann. Die Anfänge der Ergometrie liegen im Grunde begründet im Jahr 1896. Das ist auch das Jahr, in dem die ersten Olympischen Spiele der Neuzeit stattfanden. Aber hier hat auch Élisée Bonnie, also ein französischer Mediziner und Physiologe, den ersten Fahrradergometer entwickelt. Das heißt, wir hatten da auch schon das Hinterrad im Grunde ersetzt durch eine Schwungmasse. Und hier konnte jetzt halt über die Pedalkräfte und die Bewegung dieses Rades im Grunde auch die Leistung gemessen werden. Das ist im Grunde der erste quantitative Fahrradergometer, den wir so hatten. Wenn man sich anschaut, wie das heutzutage aussieht, dann gibt es ja durchaus Möglichkeiten, über verschiedene Ergometer sein eigenes Rennrad in diesen Ergometer einzuspannen und dann im Grunde über ein Programm namens Swift einen 3D-Multiplayer hier zu machen, der im Grunde auch an das angepasst ist, was ich hier aufs Pedal bringe. Das heißt, da sehen wir eine extrem große Entwicklung hin zu einem Ergometer, den man wirklich im Wohnzimmer nutzen kann und im Grunde als Spiel benutzt wird. Einer, der maßgeblich an der Entwicklung der maximalen Sauerstoffaufnahme beteiligt war, ist Archibald Vivian Hill, den man ja auch aus anderen Kontexten in der Sportwissenschaft kennt, der extrem viel da geleistet hat, aber hier hat er sich eben auch damit beschäftigt und Hale fasst das hier in einer Übersichtsarbeit mal zusammen und trägt hier verschiedene Dinge auf, die eben Hill an diesen verschiedenen Dingen, Sauerstoffaufnahme und auch Sauerstoffdefizit, hier geleistet hat. Zuvor hatte bereits Adolf Fick als deutscher Physiologe das sogenannte Ficksche Prinzip aufgestellt. Da geht man davon aus, ungefähr 1870 um den Dreh müsste das sein. Und zwar hatte er im Grunde die Idee, wie kann ich im Grunde den Cardiac Output, also das Herzzeitvolumen, im Grunde erklären. Und dafür hat er folgenden Zusammenhang aufgestellt. Das Herzzeitvolumen, manchmal findet man auch Herzminutenvolumen, also HMZ, hier haben wir es jetzt HMV, hier wäre es jetzt HZV. Das Herzzeitvolumen ergibt sich im Grunde aus dem Quotienten der Sauerstoffaufnahme, VO2, dieser Punkt über dem V heißt im Grunde Ableitung nach der Zeit, geteilt durch die sogenannte AVDO2, das ist die arteriovenöse Sauerstoffdifferenz. Das heißt, dieser Parameter gibt im Grunde an, wie stark das Blut über die Peripherie entsättigt wird. Ja, das heißt, wenn die sehr, sehr groß ist, dann hat der Körper das im Grunde sehr, sehr viel entsättigt. Und wenn die im Grunde klein ist, dann geht auch viel von diesem Sauerstoff im Grunde da durch. Das ist erstmal dieses Prinzip. Das Herzzeitvolumen kann man im Grunde auch ausdrücken als das Produkt aus dem Schlagvolumen, das heißt das Volumen, was der Herzmuskel mit einem Schlag im Grunde auspresst, und der Herzfrequenz. Das heißt, wenn wir diese beiden Formeln zusammenfassen und umstellen, dann können wir sagen, dass die Sauerstoffaufnahme sich aus dem Schlagvolumen, der Herzfrequenz und der arteriovenösen Sauerstoffdifferenz im Grunde zusammensetzt. Hill hat in seinen frühen Publikationen, hier vor allen Dingen im Jahr 1922, sich schon mit verschiedenen
Messmethoden beschäftigt und hat da jetzt die Sauerstoffaufnahme bei verschiedenen Geschwindigkeiten sich angeguckt. Das heißt, das war im Grunde draußen. Das wurde mit einer sogenannten Douglas Bag gemessen. Und man hat jetzt hier das erste Mal eine sehr hohe Aufnahme gemessen, also die höchste, die man bis dahin so gemessen hatte, von 57,2 Milliliter pro Minute pro Kilogramm. Das entspricht für den Probanden, um den es jetzt hier geht, einer Aufnahme von 4,175 Liter pro Minute. Das war schon ziemlich viel. In der gleichen Untersuchung hat man sich jetzt auch angeguckt, wie verhält sich das über die Zeit. Und man hat hier gesehen, dass die maximale Aufnahme, die man hier gefunden hatte, bei 9,1 Meilen pro Stunde detektiert wurde. Bei einer noch höheren Geschwindigkeit, in dem Fall von 10 Meilen pro Stunde, war die Aufnahme tatsächlich geringer. Das heißt, hier hat man das erste Mal festgestellt, dass bei sehr hohen Geschwindigkeiten es zu so einer Art Plateaubildung der Sauerstoffaufnahme kommt. Das heißt, es steigt für einen gewissen Zeitraum linear an, aber im Bereich des Maximums habe ich im Grunde dieses Plateau. Das wurde dann in anderen Forschungsmethoden auch noch weiter untersucht und unter anderem hat das im Grunde Ahlstrand, Per Olof Ahlstrand als schwedischen Physiologen hier dazu geführt, da weitere Forschung zu betreiben. Die war dann sehr anwendungsorientiert, da haben auch andere, wie zum Beispiel Bengt Saltin, sehr viel mitgearbeitet und eines der früheren Bücher in diesem Bereich ist 1970 entschieden, nämlich das Textbook of Work Physiology, wo eben sehr viele anwendungsorientierte Dinge aufgeschrieben wurden, die im Grunde auch Basis, oder die Basis wurde da im Grunde auch von Hill schon gelegt. Jetzt haben wir viel über die Sauerstoffaufnahme gesprochen und jetzt hat man sich 2000, haben sich Bassett und Hawley die Frage gestellt, was sind eigentlich limitierende Größen der maximalen Sauerstoffaufnahme? Ja, was könnten wir da jetzt im Grunde benennen? Und da gehen sie auf verschiedene Dinge ein, die das Ganze betreffen, die sich im Grunde auch aus der Formel ergeben, die wir gerade gesehen haben. Da haben wir zum einen mal die pulmonare Diffusionskapazität, das heißt im Grunde das, was die Lungen auch an Sauerstoff aufnehmen können. Dann muss das reicht es ja nicht, wenn wir hier viel Sauerstoff aufnehmen können, das muss ja auch transportiert werden, das heißt über den Cardiac Output, also das Herzzeitvolumen, muss ich das im Grunde weiterleiten. Dann muss ich das über die über den Sauerstofftransport im Grunde auch hier weiterleiten, das heißt ich brauche genügend Erythrozyten, genug Hämoglobin, um den Sauerstoff zu binden und den eben entsprechend auch zu transportieren. Ich brauche natürlich auch entsprechende Kapillarsysteme, die mir das erlauben. Und ich habe zum Schluss den peripheren Anteil, das was die Muskulatur bedingt. Zu den Anpassungen im Skelettmuskel zählen dabei beispielsweise die peripheren Diffusionsgradienten, die Menge und Leistungsfähigkeit an Mitochondrien, die in der Muskulatur sitzen und auch die Kapillardichte, die jetzt in diesem Gewebe vorliegt. Und was Bassett und Hawley hier 2000 festgestellt haben oder gesagt haben, ist, dass im Grunde hauptsächlich diese zentralen Mechanismen, also die eher jetzt mit dem Sauerstofftransport zusammenhängen, in Form eben des Herzzeitvolumens zum Beispiel, dass die eine wesentlich größere Rolle spielen und eben die Hauptlimitationen der VO2 Max darstellen und dass es weniger um die Peripherie geht. Da gibt es auch andere Ideen, also beispielsweise Alois Mader ist eher ein Verfechter von der peripheren Limitation, dass es eher auf die Mitochondrien hier ankommt. Hier wurde im Grunde gesagt, geht es eher um die zentrale Sauerstofftransportkapazität. In diesem Artikel wurden auch die Sauerstoffaufnahmen mal aufgetragen für verschiedene Tierarten. Kann ich jedem nur empfehlen, da mal reinzugucken. Ist ganz interessant, mal zu gucken, wie das bei Pferden oder Kängurus oder dergleichen mehr aussieht. Einen weiteren Indikator dafür, was jetzt im Grunde da die Hauptaussage macht, konnte Montero 2015 führen. Hier ging es jetzt darum zu schauen, wie sich im Grunde diese Anpassung ergibt, und zwar hier in einer Meta-Analyse. Das heißt, es wurde im Grunde geschaut, Veränderungen in der Sauerstoffaufnahme, in der maximalen, resultieren die jetzt eher aus dem Herzzeitvolumen und Veränderungen, die ich hier habe, oder eher Veränderungen der Peripherie, also das, was eher über die arteriovenöse Sauerstoffdifferenz sich ergibt. Da wurden jetzt verschiedene Studien über bestimmte Kriterien rausgesucht und diese Ergebnisse wurden im Grunde zusammen
in der Meta-Analyse verglichen. Das sehen wir jetzt hier einmal für diese drei Parameter. Das heißt, wir sehen hier einen sogenannten Forest Plot. Das heißt, jede von diesen Linien und Punkten ist im Grunde das Resultat einer bestimmten Studie. Die werden verschieden gewichtet mit einem Konfidenzintervall hier als Streuung. Und diese ganzen Studien führen dann immer dazu, dass man einen Overall-Effekt hat. Das ist dieser Diamond, den man hier sieht. Ja, das heißt, wir sehen zum Beispiel für die Sauerstoffaufnahme haben wir hier einen moderaten Increase. Und das gleiche sehen wir auch beim Herzzeitvolumen, ja, dass hier dieser Diamond etwas weiter vorsteht. Bei der arteriovenösen Sauerstoffdifferenz sehen wir eigentlich bei vielen Studien kaum Effekte. Das heißt, hier ist dieser Diamond im Grunde nur marginal verändert. Deswegen haben die Autoren in dieser Studie im Grunde gesagt, dass basierend auf dieser Meta-Analyse eben es eher dafür sprach, dass auch diese zentralen Mechanismen, also diese kardialen Anpassungen da eine größere Rolle spielen, als das jetzt die peripheren Mechanismen, die sich in einer arteriovenösen Sauerstoffdifferenz ergeben würden, dass die eine größere Rolle spielen. Man muss dazu sagen, dass natürlich der Belastungszeitraum 5 bis 13 Wochen ist natürlich sehr unterschiedlich und kann auch natürlich einen Effekt haben, und es sind jetzt auch hier untrainierte oder nur moderat trainierte Probanden gewesen, die hier eingeschlossen wurden. Das heißt, es kann durchaus sein, dass das für einen geringen Leistungsstand schon zutreffend ist. Ob das jetzt bei extrem trainierten Leuten, also wenn wir jetzt maximale Sauerstoffaufnahmen Richtung 70, 80 aufwärts betrachten, dass es da vielleicht auch andere Mechanismen gibt, die da noch eine größere Rolle spielen. Die Sauerstoffaufnahme wurde schon vielfach gezeigt, hat eine sehr große Relevanz für die Sportpraxis und für die Ausdauerleistungsfähigkeit. Und deswegen muss man sich natürlich auch damit beschäftigen, wie kann ich diese Sauerstoffaufnahme, die VO2 Max, bestmöglich bestimmen. Da gab es schon früher Paper wie das hier von Hawley und Kollegen von 1995, wo man sich mit verschiedenen Kriterien mal auseinandergesetzt hat. Und da gibt es jetzt verschiedene. Es gibt einmal das klassische Kriterium, das sogenannte Leveling-Off-Kriterium. Das heißt, hier sieht man eben, jetzt mal ideell dargestellt, bei ansteigender Belastung einen linearen Anstieg. Und im Bereich des Maximums habe ich jetzt hier dieses Plateau. Das nennt man eben auch Leveling-Off an der Stelle. Und wenn ich jetzt so eine Belastung habe wie hier, ist das im Grunde sehr eindeutig, also ein klares Plateau. In der Praxis sieht das aber natürlich oft etwas anders aus. Das heißt, ich habe teilweise hier ein wirklich klares Plateau, und bei anderen, da steigt es jetzt einfach langsamer an. Da kann ich mich jetzt fragen, ist das jetzt wirklich ein Plateau? Und da muss man im Grunde einen Cut-off sich anschauen. Das heißt, man definiert eben, wie groß darf jetzt dieser Unterschied, dieser Anstieg noch sein, damit ich das als Plateau definiere oder eben nicht. Und dieser Cut-off wurde zum Beispiel festgelegt als 150 Milliliter pro Minute. Das heißt, wenn jetzt in der letzten Stufe beispielsweise, oder die Stufe, die halt vorm Maximum ist, wenn da der Anstieg weniger als 150 Milliliter pro Minute ist, dann würde ich sagen, habe ich dieses Plateau-Kriterium erfüllt. Da gibt es aber auch andere Schwellenwerte, das wäre jetzt hier einer. Ein weiteres Kriterium ist, dass man sich die Laktatkonzentration anschaut. Das heißt, im Rahmen eines stufenförmigen Belastungsprotokolls würde sich ja auch die Menge des Blutlaktats hier erhöhen, die exponentiell ansteigt. Und da kann man sich natürlich anschauen, okay, wie hoch ist da die Laktatkonzentration. Dazu muss man aber sagen, die Laktatkonzentration ist interindividuell sehr, sehr unterschiedlich, hängt auch von den anaeroben Fähigkeiten und der Leistungsfähigkeit ab. Deswegen ist es da, gibt es auch einen sehr großen Range, wann jetzt jemand ausbelastet ist. Also es gibt durchaus Leute, die sind mit einem Laktatwert von 5 ausbelastet, und andere, die sind mit 18, einem 18er Laktatwert, also Minimol pro Liter, denen geht es noch super gut. Also deswegen muss man da immer schauen, aber auf jeden Fall kann man sich das mit anschauen. Eine weitere Größe ist noch der respiratorische Quotient, also das Verhältnis aus CO2-Abgabe zur O2-Aufnahme. Das kann man sich auch als Kriterium anschauen. Hier würde man auch davon ausgehen, dass der eben bei Belastung halt dann ansteigt und dann durchaus Werte von über 1,1 oder sogar 1,3 teilweise aufweisen kann. Und auch da gibt es jetzt verschiedene Cut-off-Punkte. Und wenn man sich jetzt mal anschaut, wie eben oder was die verschiedenen Studien sich betrachtet haben, dann gibt es hier deutliche Unterschiede, ja, und wie viele
welches Kriterium jetzt im Grunde nutzen. Das heißt, neben diesem Kriterium des Leveling Off, was sicherlich eines der gängigsten ist, kann man im Grunde eine Vielzahl an Kriterien hier benennen. Und es macht durchaus Sinn, dass man hier eher mehrere Kriterien heranzieht. Das heißt, dass man im Grunde sagt, okay, Laktatkonzentration war relativ hoch, Leveling Off sah gut aus, respiratorischer Quotient ist in einer gewissen Höhe. Dann kann man sich noch die Herzfrequenz anschauen, die man im Vorfeld oft über eine Formel berechnet. Das heißt, man nimmt die klassische Formel 220 minus Lebensalter, hätte eine Abschätzung des Maximums und würde jetzt hier gucken, bin ich da in einem Range, wo ich sein soll. Auch das ist interindividuell sehr unterschiedlich. Die Abweichungen sind da teilweise ja, 10 bis 30 in dieser Berechnungsformel. Das heißt, das sollte man schon individuell bestimmen. Aber hier konnten Hawley und Kollegen eben zeigen, okay, es sollten schon eher mehrere Kriterien sein. In einer etwas neueren Abfassung von Midgley wurde dann nochmal geschaut, okay, wie stabil sind jetzt überhaupt diese verschiedenen Kriterien, also diese traditionellen Kriterien, die man hat. Und haben sich die im Grunde angeschaut für eine Untersuchung mit verschiedenen, also sowohl Radfahren als auch Laufen. Und wollten da mal schauen, gibt es da vielleicht ein Update, was man im Grunde fahren kann. Und die haben im Grunde aufgestellt und gezeigt, dass eben diese traditionellen VO2max-Kriterien an Validität und teilweise auch an Reliabilität etwas noch weiteres bedürfen. Also die haben da im Grunde so ein Leck an Validität. Und dass es da eben auch zwischen den Subjects große Unterschiede gibt und man weiß ja auch nicht genau, okay, warum muss ich jetzt genau diesen Wert im Grunde erreichen. Das heißt, diese traditionellen VO2max-Kriterien wurden hier gesagt, sollte man eher nicht verwenden oder nur eingeschränkt und eher Verfahren sich aussuchen, die jetzt eben unabhängig vom Testprotokoll und von den Subjects, die man da testet, sind, die eher so ein bisschen neuer sind. Und was kann man da zum Beispiel machen? Wir sehen das jetzt hier nochmal in der Tabelle aufgelistet für die verschiedenen Kriterien und welche Probanden jetzt eben dieses Kriterium erfüllen. Und da sehen wir auch, dass je nach Belastungsmodalität es da durchaus Unterschiede gibt. Ja, also wenn ich mir zum Beispiel die Age-Predicted Maximal Heart Rate angucke, dann gibt es da durchaus große Unterschiede. Und beim Blutlaktat, wie ich es gerade eben schon gesagt habe, gibt es da noch größere Unterschiede. Das waren so die traditionellen Kriterien. Jetzt mussten die natürlich auch sagen, was kann man jetzt alternativ machen. Und da schlagen Midgley und Kollegen vor, dass man im Grunde versucht, das über ein sogenanntes, eine zweite Validierungsphase, das im Grunde nochmal zu bestätigen. Das heißt, ich habe beispielsweise ein kurzes Warm-up, einen klassischen Rampentest für die Bestimmung der Sauerstoffaufnahme der maximalen und zum Beispiel auch der maximalen Herzfrequenz. Und jetzt würde ich nicht einfach hingehen und sagen, den Wert habe ich gemessen, das ist jetzt Max und das sind die Kriterien dazu, sondern ich würde jetzt im Grunde eine kleine Pause haben und würde dann nochmal hingehen und würde jetzt in einer abgespeckteren Version, basierend auf dem, was ich hier gesehen habe, versuchen, treffe ich jetzt nochmal maximale Sauerstoffaufnahme als auch maximale Herzfrequenz und dann weiß ich wirklich, okay, jetzt habe ich hier das tatsächliche Maximum gelegt. Das wäre eine Möglichkeit, die man im Grunde hier anwenden könnte. Bei den verschiedenen Belastungsprotokollen gibt es im Grunde große Unterschiede und da hat sich Paula Sperlich, mittlerweile heißt sie nicht mehr Sperlich, sondern Aschendorf, aber die Paula hat sich hier mit verschiedenen Belastungsprotokollen im Laufen beschäftigt und eben geguckt, wie kann ich jetzt hier die maximale Sauerstoffaufnahme determinieren und was hat jetzt hier einen großen Einfluss. Und das ist für die Praxis, finde ich, eine sehr schöne Studie, weil man da viel auch draus ziehen kann und das anwenden kann. Ihr Bruder war auch dabei. Jetzt sehen wir hier unterschiedliche Protokolle, die sie verwendet hat in ihrer Studie. Das heißt, wir haben einmal ein Protokoll, fangen wir vielleicht mal hier an. Bei Protokoll B sehen wir, dass es im Grunde rein über den Incline ging. Das heißt, die Geschwindigkeit, das sehen wir jetzt hier immer in schwarz dargestellt, ist die Geschwindigkeit und der Belastungswinkel oder der Grad, die Steigung des Laufbands ist in grau dargestellt. Das heißt, wir sehen jetzt hier zum Beispiel bei B, da geht alles über die Steigung des Laufbands. Die wurde jetzt hier alle 2 Minuten wurde die erhöht bei einer konstanten Geschwindigkeit von 14,4 km/h.
Ganz im Gegenteil dazu ist das Protokoll C. Das heißt, hier wurde jetzt nur die Geschwindigkeit erhöht, alle 30 Sekunden. Die Steigung war im Grunde hier konstant. Da hat sich im Grunde nichts verändert. Dann gab es so ein Hybridprotokoll. Da wurde zum erst die Geschwindigkeit erhöht bis auf 14,4 km/h. Und danach wurde dann über die Steigung das Ganze gemacht. Da gibt es auch entsprechende Protokolle, die sich das eben angucken. Das war der Hybrid. Dann gab es noch das vierte Protokoll, das Protokoll D. Das ist ein klassischer Graded Exercise Test oder Graded Exercise Protocol. Das war ein klassischer Stufentest, das heißt 5 Minuten Dauer, 30 Sekunden Pause für Laktatabnahmen bis zur subjektiven Ausbelastung. Und es gab neben diesen vier Protokollen noch eine individuelle Bedingung. Das heißt, die Probanden hatten die Aufgabe, über die Neigung des Laufbandes oder die Geschwindigkeit sich im Grunde auszubelasten und konnten sich das im Grunde frei aussuchen. Und diese fünf Bedingungen wurden jetzt eben verglichen nach den Parametern, die man hier heranziehen kann, insbesondere was die Sauerstoffaufnahme angeht. Und wenn wir uns das jetzt hier mal in der Tabelle angucken, dann sehen wir die verschiedenen Protokolle, also Speed und Incline, Incline, Speed, Graded Exercise Protocol und der individuelle Test. Und das Interessante ist, dass wir hier kaum Unterschiede sehen, bis auf die einzige Ausnahme, also bei manchen Parametern sehen wir das, beispielsweise bei dem RER oder zum Beispiel bei der Zeit natürlich, aber den größten Unterschied sehen wir hier jetzt zum klassischen Stufentest. Das heißt, die Sauerstoffaufnahme, die wir jetzt hier sehen, die ist deutlich niedriger, als es jetzt bei den anderen Protokollen der Fall ist. Die unterscheiden sich gar nicht so sehr. Das heißt, ich kann diese Probanden, die jetzt hier getestet wurden, denen kann ich jetzt verschiedene Protokolle nehmen. Die werden sich auch individuell zwischen den verschiedenen Bereichen da unterscheiden. Aber signifikante Unterschiede sehe ich jetzt hier erstmal nicht. Ich kann denen sogar ein individuelles Protokoll geben. Alles kein Problem. Solange ich gewährleiste, dass die sich in einem gewissen Zeitraum auch ausbelasten, das sehen wir jetzt hier beispielsweise aufgetragen, scheint es da keine signifikanten Unterschiede zu geben. Aber man sieht jetzt hier an dem Stufentest, da komme ich an die Sauerstoffaufnahme nicht ran. Deswegen spricht man auch in der Praxis eben einmal von der VO2 Max, wenn ich wirklich das über ein Rampentestprotokoll mit bestimmten Kriterien sagen kann, das ist jetzt wirklich das Maximum. Und grenzt das ab von der sogenannten VO2 Peak. Das heißt, VO2 Peak ist die Sauerstoffaufnahme, die unter den Bedingungen, die ich jetzt gerade gemacht habe, aufgetreten ist. Das heißt, wenn ich einen Stufentest mache, dann heißt es VO2 Peak. Und wenn ich einen Rampentest mache und entsprechende Kriterien erfülle, dann kann ich sogar sagen, es ist im Grunde Max. Deswegen, man findet da öfter diese unterschiedlichen Bezeichnungen. Neben den Unterschieden in den Protokollen gibt es auch durchaus Unterschiede in verschiedenen Belastungsmodalitäten. Hier jetzt am Beispiel Radfahren und Laufen, und das hat Grégoire Millet mal in einem Übersichtsartikel zusammengetragen und nannte das Ganze sehr treffend Lessons from Triathletes, um eben da zu sehen, was gibt es da für Unterschiede, wenn ich das jetzt auf dem Radfahrergometer bestimme und auf dem Laufband. Und grundsätzlich ist es so, dass ich auf dem Laufband erstmal eine höhere maximale Sauerstoffaufnahme habe als beim Radfahren. Allerdings muss man sich da auch mal anschauen, wen man da getestet hat. Denn beispielsweise der Unterschied bei den Läufern, wenn ich jetzt Läufer aufs Laufband stelle oder Radfahren lasse, ist extrem groß. Bei den Triathleten ist der Unterschied schon nicht mehr ganz so groß und bei den Radfahrern habe ich teilweise fast ein und dieselbe Sauerstoffaufnahme. Das heißt, die Sauerstoffaufnahme ist schon sehr spezifisch für die jeweilige Belastungsmodalität. Aber man kann jetzt nicht unbedingt sagen, dass jetzt das immer 5 Milliliter pro Minute pro Kilogramm im Laufen höher ist oder nicht, sondern man muss auch gucken, wie speziell bin ich jetzt im Grunde trainiert. Das heißt, hier wurde jetzt gesagt, dass es schon so einen physiologischen Trainingstransfer gibt, eher vom Laufen zum Radfahren als andersrum. Denn im Laufen, muss man dazu sagen, habe ich nochmal andere Muskulatur involviert. Die Muskelmasse, die involviert ist, ist etwas größer. Gerade auch Oberschenkelrückseite beispielsweise wird da in verschiedenen EMG-Studien wurde das gezeigt, höher aktiviert. Und ja, das führt eben dazu, dass mit mehr Muskelmasse aktiviert auch eine höhere Sauerstoffaufnahme gemessen wird. Bei den Radfahrern, die sich auf dem Laufband vielleicht gar nicht so ausbelasten können, weil sie nicht so spezifisch trainiert sind, da ist der Unterschied dann nicht mehr so groß. Da spielt das also keine große Rolle.
Das heißt, die Mechanismen, die jetzt dahinter liegen, kann man sich jetzt verschiedene Weise nähern. Also einmal kann es natürlich sein, dass es die Adaptation des Cardiac Outputs ist. Das heißt, eben wie stark ist dieses System involviert. Und das hängt natürlich auch davon ab, wie groß ist die involvierte Muskelmasse und auch eben die oxidative Kapazität dieser Masse. Und deswegen haben wir unterm Strich beim Laufen etwas höhere Sauerstoffaufnahmewerte als im Radfahren. Wobei die Mechanismen da teilweise noch gar nicht hundertprozentig geklärt sind. Das war jetzt alles rund um das Thema VO2 Max und wie ich das Ganze detektiere. Und das ist ein sehr großer Vorteil der Spirometrie gegenüber der klassischen Laktatdiagnostik, dass ich eben diese Kenngröße bestimmen kann. Eine weitere Größe, die ich über die Spirometrie mir noch anschauen kann, ist der Substratstoffwechsel. Denn was ich hier nämlich noch mit auflisten kann, ist eben, welchem Anteil werden jetzt entweder Kohlenhydrate, das sehen wir jetzt hier links dargestellt, oder eben Fette oder Fettsäuren, die wir hier rechts sehen, genutzt. Und das hat für den Trainingseffekt oder für die Trainingsausrichtung schon eine große Relevanz, dass ich eben, wenn ich jetzt beispielsweise den Fettstoffwechsel erhöhen möchte, dass ich eben genau weiß, bei welcher Intensität ist denn das jetzt. Wenn ich das über eine Laktatdiagnostik mache, kann ich das grob abschätzen, über eine Spirometrie kann ich das sehr differenziert mir anschauen. Je nachdem, ob ich jetzt Kohlenhydrate oder Fette verstoffwechsel, spielt die Zeit eine sehr große Rolle. Das heißt, die Speicher der Kohlenhydrate, die hauptsächlich in der Muskulatur in Form von Glykogen oder in der Leber vorliegen, die sind relativ stark begrenzt, wohingegen die Fette im Grunde eine sehr hohe Kapazität haben. Die Kohlenhydrate geben aber deutlich mehr Energie pro Zeit. Das heißt, je höher die Intensität, umso höher auch die Kohlenhydrate. Das heißt, ich muss mich jetzt fragen, möchte ich lange mit einer niedrigen Intensität Energie verrichten, dann versuche ich das eher über die Fettsäuren. Oder möchte ich nicht ganz so lange über eine etwas höhere Intensität das Ganze machen, dann sind es im Grunde die Kohlenhydrate. Und diese verschiedenen Stoffwechselprozesse, die schauen wir uns jetzt nochmal einmal differenziert an. Das Ganze bewegt sich im Mitochondrium. Das heißt, wir sehen hier das Mitochondrium mit den zwei verschiedenen Membranen. Wir haben einmal die Außenmembran, das ist diese orangene hier. Dann haben wir den Intermembranraum, das heißt, das ist der Raum, wo wir jetzt hier im Grunde bis zu dieser innere Membran kommen. Dann haben wir die innere Membran, die mit sogenannten Ausbuchtungen, die sogenannten Cristae, ausgekleidet ist, um eine möglichst große Fläche zu haben. Denn zwischen der, also innerhalb dieser Innenmembran vollziehen sich jetzt verschiedene Stoffwechselwege. Zur Vollständigkeit halber, innen drin, das, was jetzt hier so mit so einer Art Flüssigkeit dargestellt wird, dass die gefüllt ist, ist die sogenannte Mitochondrienmatrix. Und innerhalb dieser Innenmembran wird jetzt eben die oxidative Phosphorylierung vorgenommen und da sind eben Fette und Kohlenhydrate gleichsam beteiligt. Das heißt, wir bewegen uns jetzt genau in diesem Bereich gleich. Wenn wir uns das jetzt mal anschauen, da haben die Wissenschaftler Patrick und Holloway 2019 eine Übersichtsarbeit dazu verfasst, wie eben das Ganze reguliert wird. Und da werde ich jetzt versuchen, die Grundpfeiler da im Grunde zu erklären, so gut wie es geht. Also erstmal zur Übersicht. Wir haben hier wieder die Außenmembran des Mitochondriums. Das heißt, außen wäre jetzt hier im Grunde das Zytoplasma. Dann haben wir hier den Intermembranraum und hier haben wir jetzt die innere Mitochondrienmembran. Das heißt, alles, was jetzt hier unten drunter ist, ist die Mitochondrienmatrix. Das, was wir im Mitochondrien machen wollen, ist im Grunde die oxidative Phosphorylierung. Da gibt es jetzt verschiedene Dinge, die da eine Relevanz haben. Wir haben einmal zum Beispiel hier den TCA, das steht für den Citratzyklus, der wird auch manchmal Krebszyklus genannt oder Zitronensäurezyklus. Das heißt, hier brechen wir jetzt beispielsweise Acetylcoenzym A weiter auf in verschiedenen Schritten, schmeißen dabei auch das CO2 im Grunde raus, was wir dann abatmen können. Und das, was dann im Grunde übrig bleibt, sind verschiedene Verbindungen, unter anderem beispielsweise das NADH oder das FADH2, was wir an verschiedenen Komplexen der sogenannten, ja, der Electron Transport Chain, also der Elektronentransportkette hier nutzen können. Das ist das, was hier dargestellt ist mit Komplex 1, 2, 3 und 4.
Bei diesen Komplexen versuche ich jetzt eben diese Elektronen-Carrier, also die, die jetzt im Grunde die Energie liefern, die geben im Grunde hier ihre Elektronen ab. Warum machen die das? Ihr müsst euch das vorstellen, hier wie so ein Pumplager. Das heißt, hier sind jetzt im Grunde verschiedene Pumpen. Das sieht man hier mit den Pfeilen. Und die Aufgabe dieser Pumpen ist, dass die H-Plus-Ionen hier nach oben pumpen. Könnt ihr euch vorstellen wie bei einem Wasserwerk. Das heißt, die müssen jetzt hier im Grunde das Ganze hochpumpen. Und dafür brauchen die Strom. Und das passt eigentlich auch ganz gut. Diese Elektronen werden jetzt hier weitergegeben an die Komplexe am Komplex 4. Da verbinden sich jetzt die Elektronen mit Protonen und Wasserstoff, also Wasserstoffionen und dem Sauerstoff zu Wasser. Deswegen ist es auch keine Kohlenhydrat- oder Fettverbrennung, denn eine Verbrennung wäre Sauerstoff an Kohlenstoff gebunden. Das haben wir hier nicht. CO2 haben wir schon im Zitratzyklus abgefrühstückt. Hier ist die Bindung von Sauerstoff an Wasser. Deswegen ist es hier eben eine oxidative Phosphorylierung. Dieser Prozess wird dafür gebraucht, eben um einen elektrischen Gradienten herzustellen. Das heißt, diese Pumpen versuchen jetzt eben H-Plus-Ionen so gut wie es geht aus der Matrix in den Intermembranraum zu pumpen, damit hier möglichst viel da ist. Jetzt kann man sich fragen, warum machen die das? Das Kernelement, was jetzt eben diese H-Plus-Ionen, die da hochgepumpt werden, nutzt, ist die ATP-Synthase. Das ist hier in grün dargestellt. Die nutzt jetzt nämlich die Energie dieser H-Plus-Ionen, die wollen ja eigentlich gerne hier durch, weil wir haben ja einen chemischen Gradienten. Das heißt, über dieses Durchschleusen von H-Plus-Ionen aus dem Intermembranraum in die Matrix kann diese ATP-Synthase über verschiedene Mechanismen aus ADP ATP machen, was wir wieder für die Muskulatur brauchen und was eben für die Lösung der Querbrücken eingesetzt werden kann. Das heißt, man kann das hier so verstehen, die pumpen das Wasser im Grunde hier hoch und hier ist im Grunde so eine Wassermühle, die im Grunde jetzt hier das angestaute Wasser nutzt, um hier das Ganze, dieses Kraftwerk im Grunde, was wir in der Zelle haben, in Gang zu bringen. Das sind die Grundmechanismen. Und jetzt gibt es verschiedene Dinge, die hier regulatorisch wirken. Einmal wird dem Komplex 1, also der sogenannten ADH-Dehydrogenase, eine wichtige Regulationsfunktion zugesprochen. Welche Mechanismen dahinter liegen, weiß man noch nicht so ganz. Es betrifft natürlich hier auch beide Anteile des Stoffwechsels. Das heißt, der ist im Grunde schon ein Regulator, aber in welche Richtung das geht, weiß man noch nicht so richtig. Wichtig ist, dass wir auch an der Stelle, wo wir jetzt hier sind, erstmal ADP im Grunde in die Matrix reinkriegen, weil sonst haben wir hier keinen Nachschub, um wieder neues ATP zu resynthetisieren. Das heißt, es gibt einmal die Voltage-Dependent Anion Channels, die da eine Rolle spielen und vor allen Dingen das sogenannte ANT. Das steht für Adenin Nukleotid Translokase. Das heißt, die ist maßgeblich an diesem Transport eben von ADP beteiligt. Und das ist natürlich wichtig für diese oxidative Phosphorylierung generell. Das heißt, die hat auch eine wichtige Regulationsfunktion für den Prozess generell. Jetzt muss man aber auch irgendwo zwischen Fetten und Kohlenhydraten unterscheiden. Und da gibt es jetzt eben bestimmte Enzyme, die da eine Schlüsselrolle haben. Das heißt, wenn ich jetzt beispielsweise über die Glykolyse, über verschiedene Prozesse Pyruvat bekommen habe, dann kann ich das über die MPCs, das sind die mitochondrialen Pyruvat-Carrier, kann ich das im Grunde in mein Mitochondrium reinbekommen und über die Pyruvat-Dehydrogenase, PDH, wird es dann im Grunde umgebaut zu Acetylcoenzym A. Und diese PDH, diese Pyruvat-Dehydrogenase, hat jetzt hier eine extrem wichtige Funktion in der Regulation. Die ist nämlich sehr stark intensitätsabhängig. Das heißt, je höher die Intensität meiner Belastung, umso mehr möchte jetzt diese Pyruvat-Dehydrogenase hier im Grunde Acetylcoenzym A machen aus den Kohlenhydraten, aus der Glykolyse, die wir hier haben. Jetzt sammelt sich das Acetylcoenzym A an und das hat im Grunde den Nachteil, dass ich möchte ja das Acetylcoenzym A über den Citratzyklus hier für meine
für mein Energiekraftwerk nutzen. Wenn ich das jetzt aber so schnell reinschleuse und der Citratzyklus im Grunde hier nicht hinterherkommt, dann sammelt sich das im Grunde an. Und dieses angesammelte Acetylcoenzym A kann zusammen mit der Carnitin-Acetyltransferase im Grunde eine Pufferung bewirken. Das heißt, dieses Acetylcoenzym A wird zusammen mit Carnitin im Grunde gepuffert und dann eben auch weiter heraustransportiert. Und diese Pufferung hat einen großen Nachteil, denn diese Pufferung führt eben auch dazu, dass ich im Grunde einen geringere Fettstoffwechsel, eine geringere Fettstoffwechselsituation habe, weil mir der Transport fehlt, auf den wir gleich nochmal eingehen. Aber wichtig ist, diese Pyruvat-Dehydrogenase bestimmt maßgeblich, wie viel Pyruvat hier aus der Glykolyse genutzt wird. Dieses Acetylcoenzym A ist im Grunde der Schnittpunkt des Kohlenhydrat- und Fettstoffwechsels, denn der Fettstoffwechsel, den sehen wir hier auf der rechten Seite, der endet nämlich auch im Grunde bei Acetylcoenzym A. Und zwar wird hier aus den Low-Chain Fatty Acids, Coenzym A, das ist dieser Komplex hier, die werden in der Beta-Oxidation, da sind vier maßgebliche Schritte im Grunde beteiligt, über diese Beta-Oxidation zu Acetylcoenzym A umgebaut, was dann auch hier in den Citratzyklus und in die Atmungskette kommen kann. Und auch hier finden wir jetzt verschiedene Dinge, die jetzt notwendig sind. Und ein ganz, ganz wichtiger Regulator für die Aufrechterhaltung des Fettstoffwechsels ist dieses sogenannte CPT. Das CPT steht für Carnitin-Palmityltransferase. Und dieses Enzym, was wir jetzt auf der äußeren Mitochondrienmembran sehen, ist ein entscheidender Regulator dafür, wie viele von diesen Fettsäuren jetzt überhaupt hier ins Mitochondrium rein buxiert werden. Das heißt, wenn ich hier eine Hemmung habe, da gibt es verschiedene Mechanismen, die das bewirken können, dann habe ich auch hier einen geringeren Transport im Grunde. Dieses CPT oder CPT1, wie wir es hier sehen, ist zum einen sensitiv für pH-Veränderungen, das heißt im Grunde je niedriger der pH-Wert, umso stärker ist im Grunde hier diese Hemmung, dann werden weniger Fettsäuren hier reinbuxiert. Und es ist auch sehr sensitiv für Veränderungen im Carnitin, denn ich brauche im Grunde hier dieses Carnitin, um diesen Transport überhaupt zu ermöglichen. Das heißt, wenn ich jetzt hier über diese Pufferung, die ich gerade angesprochen habe, weniger Carnitin zur Verfügung habe, wird auch hier der Transport der Fettsäuren reduziert. Ein weiterer Mechanismus, um im Grunde das zu befeuern, ist das sogenannte FAT-CD36. Das steht im Grunde für die Fatty Acid Translokase und weitere Cluster-Carrier, die wir da haben, die unterstützen im Grunde den Transport, unterstützen auch hier dieses CPT. Und das Interessante ist, dass sich diese Carrier und Transferasen, dass sich die im Grunde bei länger anhaltender Belastung, muss man sich vorstellen, an diese Membran dran setzen. Das heißt, bei zunehmender Dauer setzen die sich hier dran und befeuern jetzt hier diesen Prozess. Das heißt, damit kann man auch erklären auf zellulärer Ebene, warum mit zunehmender Dauer auch hier, da gibt es andere Mechanismen, die auch eine Rolle spielen, aber das ist ein Mechanismus, warum wir hier einen zunehmenden Fettstoffwechsel haben, der das Ganze im Grunde befeuert, solange wir mit einer entsprechend niedrigen Intensität unterwegs sind. Es gibt noch Studien, die sich mit diesem Molekül beschäftigt haben, mit dem sogenannten Malonylcoenzym A. Dem wird eine hemmende Wirkung auf dieses CPT nachgesagt. Allerdings gibt es da große Diskussionen. Man hat sich da dann eben verschiedene Studien angeschaut und angeschaut, welche Konzentration müsste ich davon erreichen? Ist das in Ruhebedingungen schon gegeben oder nicht? Deswegen ist dieser Einfluss sehr stark diskutiert. Der verändert sich auch, je nachdem, was ich für andere Einflüsse habe, also beispielsweise pH-Veränderungen und dergleichen. Deswegen muss man da sagen, ist das im Grunde schwer. Das heißt, hier nehmen wir mit, Pyruvat-Dehydrogenase hat einen großen Einfluss, um das zu regulieren.
Und je eher diese Pyruvat-Dehydrogenase gehemmt ist, habe ich das im Grunde. Solange ich zum Beispiel Acetylcoenzym A über den Fettstoffwechsel hier bereitstellen kann, führt es im Grunde stöchiometrisch dazu, dass mehr Acetylcoenzym A diese Pyruvat-Dehydrogenase eher hemmt. Wenn jetzt aber von oben im Grunde das Signal kommt, hier höhere Intensität, dann wird sich das im Grunde auch hier ansammeln und eher Richtung Kohlenhydratstoffwechsel verschieben. Damit ihr auch die verschiedenen Abkürzungen nochmal habt in der Erklärung, blende ich einmal ganz kurz, könnt ihr dann stoppen, die Erklärung für diese Abbildung ein. In einem weiteren Paper ging es um die Interaktion von Kohlenhydrat und Fettstoffwechsel während der Belastung. Das heißt, da gehen wir jetzt im Grunde nochmal kurz rein, was das im Grunde bedingt. Und zwar wird hier von einer reziproken Hemmung des jeweiligen Stoffwechsels gesprochen. Das heißt, wenn ich beispielsweise viele freie Fettsäuren zur Verfügung habe und dementsprechend auch die Acetylcoenzym A-Konzentration, die aus diesen Fettsäuren resultiert, wenn die hoch ist, dann wird im Grunde eher diese Pyruvat-Dehydrogenase gehemmt und damit auch in der Nachbetrachtung der glykolytische Fluss. Das heißt im Grunde Angebot und Nachfrage, wenn jetzt genug da ist, dann brauche ich im Grunde das nicht über die Glykolyse machen und das wird entsprechend gehemmt. Wenn ich jetzt aber kurz vor der Belastung trotzdem kohlenhydratreich esse und mir jetzt zum Beispiel irgendwie, weiß ich nicht, ein Eis reinfege oder so, irgendwas, was auch schnell ins Blut geht, dann kommt es zu einem hohen Anstieg im Insulin. Und dieser Anstieg im Insulin führt schon mal dazu, dass ich eben weniger freie Fettsäuren zur Verfügung habe und die auch weniger transportiert werden. Und ich dadurch auch weniger diese Bindungsproteine der freien Fettsäuren aktiviert habe, was letztendlich dazu führt, dass ich weniger Energie aus Fetten Verstoffwechsel, sondern dann wird erstmal gesagt, okay, Insulin steigt an, wir favorisieren jetzt erstmal den Kohlenhydratstoffwechsel und haben dadurch eben eine Hochaktivierung. Das heißt, wenn ich versuchen will, meinen Fettstoffwechsel zu trainieren und im Fettstoffwechsel zu sein, dann kann man durchaus auch über die Ernährung im Grunde das Ganze steuern und kann dann eben sagen, okay, dann versuche ich mal vielleicht sogar nüchtern mein Training zu machen. Da darf man natürlich einen gewissen Kohlenhydratanteil sollte man schon haben. Weil die Prozesse sich natürlich gegenseitig auch bedingen, aber darüber kann ich im Grunde auch die quantitative Ausnutzung etwas steuern. Wir nehmen also mit Kohlenhydrat- und Fettstoffwechsel auf Zellebene. Es gibt verschiedene Regulationsmechanismen, die auch noch nicht alle komplett in der Tiefe erforscht sind. Die Haupteinflussfaktoren, die wir jetzt hier sehen, sind einmal das Substratangebot. Ja, also was steht zur Verfügung, was ist wie viel da? Die Belastungsintensität, je intensiver, umso eher bin ich im Kohlenhydratstoffwechsel und die Belastungsdauer. Also auch hier, je länger die Belastung ist, umso eher geht es zugunsten des Fettstoffwechsels. Wie können wir das jetzt in der Praxis anwenden? Das heißt, wenn wir jetzt ein Spiro machen, wie können wir da den Fettstoffwechsel berechnen? Da gibt es verschiedene Ansätze, das zu machen. Und einen Ansatz, den haben Jolkendrup und Wallis 2005 zitiert, das ist der Ansatz nach Peyronet und Massiquiot. Und zwar wird hier der Fettstoffwechsel so berechnet: 1,695 mal die Sauerstoffaufnahme minus 1,701 mal die CO2-Abgabe, jeweils in Litern pro Minute. Und für den Kohlenhydratstoffwechsel 4,585 mal die CO2-Abgabe. Minus 3,226 mal die Sauerstoffaufnahme. Wenn ich das berechne, dann komme ich auf einen entsprechenden Substratstoffwechsel, der oft in Gramm pro Minute angegeben wird. Und das haben jetzt eben verschiedenste Studien gemacht. In einer frühen Studie von Achten und Jolkendrup 2003 konnte man zum Beispiel zeigen, dass sich im Verhältnis zur prozentualen Sauerstoffaufnahme, das heißt, wir sehen jetzt hier Prozent der VO2 Max im Verhältnis zur Fettoxidation und das eben für verschieden gut trainierte Athleten. Das heißt, der Cutoff war jetzt hier 65 Milliliter. Die Leute, die eine höhere Sauerstoffaufnahme hatten, also oberhalb von 65 Millilitern, hatten entsprechend einen höheren absoluten Fettstoffwechsel in Gramm pro Minute. Wenn man sich aber anschaut, wo dieser maximale Stoffwechsel war,
dann war das im Grunde für beide gleich. Das heißt, hier gab es im Grunde kaum einen Unterschied und die Autoren haben hier gesagt, so ungefähr bei 63%, mit einer gewissen Streuung behaftet natürlich, aber ungefähr 63% ist so für egal welche Klassifizierung der Athleten eine gute Abschätzung für den maximalen Fettstoffwechsel. Individuell muss man sich das nochmal anschauen, aber das wurde hier im Grunde auch gezeigt. In einem weiteren Paper von Maunder wurde das nochmal im Grunde aufgegriffen und hier hat man im Grunde auch zwei voneinander abgetrennte Parameter differenziert, damit man eben weiß, wovon man redet, wenn man sagt Fettstoffwechsel. Es gibt einmal hier nämlich den Y-Wert dieser Kurve, das heißt der Wert der maximalen Fettoxidation, also MFO in Gramm pro Minute und die dazugehörige Intensität. Das kann jetzt entweder eine Laufgeschwindigkeit sein oder eine Leistung sein. Diese Intensität wird auch als Fettmax bezeichnet. Das heißt, wenn ich dieses Fettmax im Grunde bestimme, dann kann ich daraus sehr gut ableiten, wo mein maximaler Fettstoffwechsel liegt. Grundsätzlich ist es so, dass der Fettstoffwechsel, das ist jetzt hier sehr ideell dargestellt, wenn ich sehr, sehr niedrig in diese Belastung einsteige, wird im Grunde ansteigen, hat dann ein Maximum und wird dann aber auch relativ schnell wieder abfallen und ab einem gewissen Punkt habe ich dann im Grunde reinen Kohlenhydratstoffwechsel, also RQ ist im Grunde 1 und höher. Was sollte man jetzt bedenken, wenn man einen Test macht, um das zu bestimmen? Das haben sich jetzt hier verschiedene Wissenschaftler angeguckt. Amaro, Gahete und Kollegen haben sich das hier angeschaut und auf verschiedene Sachen hingewiesen. Und zu den Sachen, die man jetzt hier für die Bestimmung des maximalen Fettstoffwechsels als auch des Fettmax sich gewahr sein soll und berücksichtigen sollte, sind einmal, was für ein Ergometer wird benutzt, was für ein Spirometer wird benutzt, dann welches Warm-up-Protokoll wurde gefahren, mit welcher Intensität und Dauer, wie sieht das Belastungsprotokoll aus, auch da Intensität und Dauer, die ich da habe. Es macht auch einen Einfluss, in welchem Zeitintervall ich jetzt die Daten analysiere und natürlich auch, welche Gleichung ich dafür heranziehe, den Fettstoffwechsel zu bestimmen. Außerdem, wie ich die weiteren Daten aufbereite, also die weitere Datenanalyse ist hier wichtig. Die Tageszeit kann einen Einfluss haben auf den Fettstoffwechsel und natürlich auch vor allem der akute Ernährungsstatus, wie wir es gerade eben gesehen haben. Das heißt, ich muss schon wissen, wie lange ist jetzt hier die Zeit, wo eben die Probanden keine Nahrungsaufnahme hatten oder keine Kohlenhydrataufnahme hatten, da das natürlich einen Einfluss hat. Und ich muss mir noch gewahr sein, an welchem Testtag erfolgt jetzt der Belastungstest für den maximalen Fettstoffwechsel. Und wann der für VO2 Max? Ist es derselbe Tag und wie groß ist der Abstand vorher, nachher, dass ich das eben bestimmen kann? Das heißt, diese Dinge sollte man sich immer vor Augen führen, wenn man Studien liest, die das beschreiben, als auch wenn man selber solche Studien durchführt. Alles das kann einen Einfluss haben. So, und jetzt kommen wir aber mal zur Praxis. Wenn ich jetzt weiß, okay, maximalen Fettstoffwechsel kann ich bestimmen, ist das überhaupt sinnvoll? Und wie hat das jetzt einen Bezug zur Leistungsfähigkeit? Da gibt es verschiedene Studien. Es hat zum Beispiel in der Studie von Fredson und Kollegen, die haben sich angeschaut, wie sieht es da aus mit der tatsächlichen Leistungsfähigkeit, also in der Rennzeit in einem Langdistanz-Triathlon. Wenn ich diese Rennzeit jetzt korreliere mit verschiedenen Belastungsparametern, dann sehen wir, dass zum einen die VO2 Peak, die ich über ein ansteigendes Belastungsprotokoll bestimmt habe, da gibt es schon eine gewisse Varianzaufklärung. In dem Fall sind es jetzt 45%. Und wenn ich zusätzlich noch den maximalen Fettstoffwechsel, also das MFO, mir anschaue, dann gibt es da auch eine gewisse Korrelation. Die war hier signifikant, weil die auch sehr viele Leute getestet haben. So richtig überzeugend war das nicht. Die haben das Ganze dann noch über eine multiple Regression gemacht, wo man eben mehrere Variablen mit reingenommen hat und die konnten da eben zeigen, wenn ich jetzt diese beiden Variablen zusammenpacke, dann kann ich bereits 50% der Varianz in der Rennzeit über dieses Langdistanzrennen im Grunde erklären. Das heißt, hier hat man schon gesehen, okay, das hat dafür schon einen großen Einfluss und also gerade bei Ultra-Ausdauer-Events scheint der Fettstoffwechsel eine besondere Bedeutung zu haben.
Eine weitere Studie, die die Wichtigkeit der Fettoxidation zeigt, konnte Hetlillit und Kollegen aus der Arbeitsgruppe von Steven Seiler zeigen. Hier wurde sich angeschaut, wenn ich jetzt ein Intervalltraining, eine Intervallbelastung habe, wie verändert sich da jetzt im Grunde die Substratstoffwechselsituation und worin unterscheiden sich jetzt die leistungsstarken Probanden von den weniger leistungsstarken, eher im Kohlenhydrat oder eher im Fettstoffwechsel. Und was man hier gefunden hat, wenn wir jetzt die VO2 Max auf der X-Achse auftragen gegenüber dem Substratstoffwechsel, dann sehen wir im Grunde beim Kohlenhydratstoffwechsel keinen Zusammenhang, also wirklich nicht statistisch signifikant. Wenn wir uns das mit dem Fettstoffwechsel anschauen, da gibt es schon eine ziemlich gute Korrelation und damit auch eine Signifikanz. Das heißt, dass sich eben gerade auch bei intensiven Intervallbelastungen ein guter Fettstoffwechsel durchaus lohnen kann, um eben auch in den Pausen entsprechend das Ganze zu nutzen und die prozentuale Ausschöpfung des Fettstoffwechsels auch bei hohen Intensitäten hochzuhalten. Auch das kann dazu führen, dass ich eben, wie es oft so gewünscht ist, Glykogen einspare. Die Speicher sind begrenzt. Das heißt, wenn ich einen hohen Anteil über Fette gewährleisten kann, spare ich diese Kohlenhydrate in Form von Glykogen ein und kann trotzdem eine hohe Leistungsfähigkeit haben. Je länger da die Strecke ist anzunehmen, umso wertvoller und wichtiger wird hier auch die Fettoxidation. Jetzt kommen wir zum letzten Praxisteil. Das heißt, wir wissen jetzt, wie wichtig die VO2 Max ist und wie relevant auch der Substratstoffwechsel sein kann, was es da für Dinge gibt. Und jetzt müssen wir uns ja auch damit beschäftigen, okay, wie teuer ist denn das so ungefähr, dass wir mal einfach eine Hausnummer haben. Was müssen wir im Grunde auf den Tisch legen? Das sind jetzt alles ungefähre Zahlen, die ich jetzt vorstelle. Es geht mir nur um die grobe Richtung. Das heißt, wenn ich ein Spiroergometriesystem mir zulege, also hier jetzt speziell der spirometrische Anteil, dann kann das durchaus schon mal 15.000 Euro und aufwärts sein. Da gibt es unterschiedliche Hersteller mit unterschiedlichen Preisen, je nach Modell, aber sagen wir mal ungefähr 15.000. Dann brauche ich für dieses Spirometriesystem auch einen Druckminderer. Da sind wir bei 400 Euro. Ich brauche entsprechendes Kalibrationsglas, das brauche ich im Grunde auch mehrfach. Das heißt, diese Gasflasche wird dann im Grunde immer aufgefüllt. Das muss ich auch mit einrechnen, 300 Euro. Verbindungskabel für diverse Dinge, die auch im Grunde verschleißt werden, das kann durchaus auch schon mal 150 Euro kosten. Ich muss das Ganze natürlich auch auswerten, das heißt, ein Laptop, sagen wir mal 900 Euro. Wenn ich das Ganze noch drucken möchte und dem Probanden, Klienten, Kunden mitgeben möchte, sind wir bei 150 Euro. Und jetzt kommt es darauf an, was ich noch dazu haben möchte. Ich kann natürlich noch zusätzlich ein EKG-Messgerät dran bauen. Da sollte ich auf jeden Fall halt einen Arzt im Team haben. Und je nach Ergometer kann ich natürlich jetzt auch mir aussuchen, was ich haben will. Das kann mal 3.000 Euro sein. Hochklasse-Ergometer durchaus auch gerne mal eher Richtung 15.000 oder 20.000. Das heißt, wenn wir das jetzt mal alles zusammenrechnen, dann kommen wir auf einen Preis so zwischen 16.900 und ungefähr 25.000. Also 16.000 bis 25.000 Euro muss man für so ein System schon erstmal hinlegen. Das heißt, das schafft man sich nicht mal so eben an. Da muss man sich gut überlegen, wie man das finanziert. Die Relevanz ist auf jeden Fall da, aber man sollte halt wissen, im Grunde, was da drin ist. Wenn man sich jetzt mal so ein Ergometer von innen anschaut, was ist da im Grunde drin und wie wird der im Grunde gesteuert an diesem Radergometer am Beispiel, da sehen wir jetzt verschiedene Komponenten. Das heißt, wir haben einmal eine Schwungmasse, die hier als Widerstand auch genutzt werden kann. Wir sehen hier eine Wirbelstrombremse, die eben auch den Widerstand regulieren kann. Oft sind in den Ergometern auch entsprechende Kraftaufnehmer mit Dehnmessstreifen versehen, um eben da auch das entsprechend rückzukoppeln. Die Kraft, die ich über die Pedale im Grunde hier drauf gebe und das Drehmoment, werden im Grunde ja auch hier an das Kettenblatt weitergegeben. Und über einen elektronischen Leistungsregler kann ich jetzt eben verschiedene Dinge versuchen zu regeln. Es gibt einmal den Hyperbolenmodus, das heißt, dass ich versuche, die Leistungskonstant zu halten und die Trittfrequenz ist im Grunde variabel. Das heißt, ich kann die Trittfrequenz wählen, wie ich möchte. Und diese Bremse, und nichts anderes ist ein Ergometer eigentlich, diese Bremse regelt im Grunde die Widerstandskraft im Verhältnis zu der Kurbelfrequenz so ein, dass ich immer die gleiche Leistung habe, die ich haben möchte.
Eine andere Möglichkeit ist, das Ganze isokinetisch zu machen. Das heißt, hier wird dann gesagt, okay, die Frequenz soll, also die Kugelfrequenz soll beispielsweise 130 nicht überschreiten. Das heißt, wenn ich jetzt in diese Nähe komme von 130, und würde jetzt das tendenziell fast sogar überschreiten, dann versucht jetzt auch hier wieder die Bremse, eine höhere Bremskraft zu erzeugen, dass ich eben da drunter bleibe. Und so, das kann ich zum Beispiel für Sprint-Testverfahren nutzen, weniger für Stufentestverfahren. Von den Protokollen her gibt es jetzt natürlich verschiedene Möglichkeiten, das Ganze sich zu betrachten, eher aus einer gesundheits- oder aus einer leistungssportlichen Orientierung. Hier seht ihr jetzt mal verschiedene Protokolle aufgeführt. Man trägt das oft so auf, dass man sich erstmal anschaut, wie ist das Belastungsprotokoll am Anfang, was ist der Belastungsanstieg und was ist die Stufendauer. Also beispielsweise das Hollmann-Fenrad-Protokoll könnte man definieren als 30, 40, 3. Das heißt, bei 30 Watt fange ich an, 40 Watt ist die Belastungssteigerung und 3 Minuten ist die Dauer. Je nachdem, welches Klientel ich jetzt eben hier habe, kann ich mir natürlich jetzt aussuchen, welches Protokoll ich nutze. Für laktatorientierte Diagnostiken würde ich immer empfehlen, mindestens 5 Minuten zu haben, weil Laktat auch entsprechend längeren Zeitraum braucht, um eben dieses Equilibrium zu erreichen, das Steady State zu erreichen. Da sind 5 Minuten gut. Aus meiner persönlichen Erfahrung würde ich auch 5 Minuten für Spiroergometriesysteme empfehlen. Man sagt da zwar immer, die Spirometrie ist im Grunde schneller in der Kinetik, das stimmt auch. Aber wenn man sich mit verschiedenen Messgenauigkeiten mal auseinandergesetzt hat, dann sieht man auch, naja, 5 Minuten schaden da auch nicht. Deswegen würde ich euch immer ein 5-Minuten-Belastungsprotokoll empfehlen. Es gibt auch Ergometer, die so funktionieren, dass ich im Grunde auf meinem eigenen Bike mit meinen eigenen Settings arbeiten kann. Das ist auch vor allen Dingen für den Leistungssport relevant. Das kann man jetzt hier zum Beispiel am Zyklus 2-Ergometer sehr schön sehen, dass ich eben über diese Einstellung, ich muss natürlich wissen, wie zum Beispiel wie lang ist die Kurbellänge und welches Ritzel habe ich jetzt hier, wie viele Zähne hat das Kettenblatt und so weiter. Aber ich kann darüber eben auch einmal trainieren und einmal diagnostizieren auf den individuellen Gegebenheiten. Und neben dem klassischen Fahrradergometer gibt es im Grunde in der momentanen Zeit extrem viele verschiedene Dinge: Skilanglauf, Rudern, Kajak, Kanu, Handcycling, was wir jetzt hier zum Beispiel sehen. Also da gibt es eine große Varianz und Vielfalt, um eben möglichst sportartspezifisch zu testen. Wen diese verschiedenen Ergometertypen interessieren, den empfehle ich den Übersichtsartikel von Riley 2009. Da werden verschiedene Ergometertypen mal aufgelistet und auch miteinander verglichen und auch die Entwicklung etwas beschrieben dazu. Wenn ich jetzt ganz verrückt bin, dann kann ich auch Spiroergometrie im Feld messen. Das hat natürlich im Verhältnis zum Labor, muss man da gewisse Bedingungen eben trotzdem erfüllen, aber das kann mir natürlich helfen, um zum Beispiel zu wissen, wie sieht das jetzt mal beim Rudern aus oder wie sieht das jetzt zum Beispiel mal beim Klettern aus. Da gibt es auch hier verschiedene Systeme mit unterschiedlichen Preisen, die ich nutzen kann. Da ist natürlich große Vorsicht geboten, dass ich eben genug Akku habe, dass das Ganze gespeichert wird. Das kann ich auch aus persönlicher Erfahrung sagen, dass das wichtig ist, dass man sich da vorher gut mit auseinandersetzt. Aber auch hier kann ich entsprechende Dinge nutzen, um eben auch portabel Feldtests zu machen oder eben mal zu determinieren, wie viel wird da im Grunde aufgenommen. Okay, wir haben jetzt in den letzten mittlerweile fast 59 Minuten viel zum Thema Spiroergometrie gehört. Ich hoffe, ihr habt einen gewissen historischen Überblick bekommen, wisst jetzt, was der Unterschied zwischen VO2 Max und VO2 Peak ist und kennt verschiedene traditionelle und neue Kriterien. Ihr wisst hoffentlich auch, wie der Substratstoffwechsel im Mitochondrium grob reguliert wird, was da Kerngrößen sind und wie ich das nutzen kann. Der Unterschied zwischen FatMax und MFO ist im Grunde auch noch wichtig, um da eben den Fettstoffwechsel zu charakterisieren. Da haben wir ja auch gesehen, der Fettstoffwechsel wird oft unterschätzt, aber hat auch im Leistungssport eine hohe Relevanz, gerade bei längeren Strecken. Und bei den verschiedenen Ergometertypen wisst ihr jetzt auch, wie viel Geld muss ich im Grunde auf den Tisch legen, wie ja, kann ich das im Grunde einstellen. Und ich hoffe, ihr habt jetzt hier einfach einen guten Überblick, dass wenn ihr das nächste Mal eine Spiroergometrie seht oder selber eine macht, dass ihr ein paar Zusammenhänge verstanden habt
um eben daraus Dinge für die Praxis abzuleiten. Also viel Spaß beim weiteren Testen oder selber getestet werden. Nutzt eure Werte, werdet zu Datenhaien und ja, nutzt das in der individuellen Trainingsplanung.